Am liebsten würde ich Sie natürlich heute persönlich zum Start des Sommersemesters begrüßen. Durch die Corona-Pandemie geht das leider immer noch nicht. Wir starten heute unser drittes Semester unter Corona-Bedingungen. Ich begrüße Sie, liebe Erstsemester, ganz besonders herzlich hier an der HTWG Konstanz und wünsche Ihnen einen guten Start in das Studium. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen werden wir alles daran setzen, dass wir Ihnen die bestmöglichen Studienbedingungen bieten. Ich danke allen, die vor der Pandemie nicht kapitulieren. Professorinnen und Professoren, die ihre Vorlesungen auf online umgestellt haben und den widrigen Umständen zum Trotz in einer hohen Qualität lehren. Ich danke allen Lehrbeauftragten, die uns auch in Pandemiezeiten unterstützen. Und ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Verwaltung, den Studienbetrieb und die Forschung sicherstellen. Obwohl sie seit Monaten unter erschwerten Bedingungen arbeiten und sich dabei auf ständig wechselnde Rahmenbedingungen einlassen müssen. Aus dem Homeoffice, obwohl ihre Kinder nicht betreut sind, trotz der Sorge um nahe Angehörige. Und ich danke allen Studierenden der HTWG, mit denen wir einen sehr konstruktiven Umgang pflegen. Unsere Studierende, die bei den Veränderungen, die wir gerade umsetzen, mitgehen. Sei es bei Online-Prüfungen oder bei Online-Veranstaltungen. Obwohl ihnen gerade ihre Nebenjobs wegbrechen, sie ihre Freunde nicht treffen können und das Studentenleben fast nicht mehr stattfindet. Mich beeindruckt, wie an der HTWG viele gerade jetzt zusammenarbeiten. Und genau das ist, was uns stark macht. Wir gehen durch diese Krise gemeinsam. Wir werden sie überwinden und gestärkt aus diesem Erlebnis hervorgehen. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Sommersemester und viel Zuversicht und Gesundheit für die kommenden Wochen.